Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gründlich nachgefragt, dem Format, in dem wir eure Fragen an die Politik und speziell an die Politik der Grünen beantworten werden. Ich bin Nina und schon in einer Woche ist die Wahl. Zu diesem Anlass habe ich hier gleich zwei Landtagskandidierende bei mir. Zum einen Lea Siegfried, die Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Kaiserslautern und Direktkandidatin für den Wahlkreis 45. Und außerdem heute mit dabei Paul Bunyes, ebenfalls Stadtratsmitglied und Direktkandidat für den Wahlkreis 44 in Kaiserslautern. Das Thema heute wird die Landwirtschaft sein. Wie ist der Status quo und wie kann der Sektor zukünftig gestaltet werden? An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Lea Siegfried, die heute wieder etwas gründlicher nachfragen wird. Ja, hallo, auch von mir. Ich habe heute wieder die Ehre, gründlich nachzufragen, weil ich wieder einen ganz tollen Kollegen hier zu Gast begrüßen darf, nämlich den lieben Paul, der mit mir auch im Stadtrat sitzt und jetzt genauso wie ich auch direkt für den Landtag kandidiert und außerdem auf Platz 12 unserer Liste, also hoffentlich aussichtsreich. Und der sich ja schon lange in seinem Leben mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigt und auch politisch seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigt. Paul, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Ja, ich bin 26 Jahre alt, bin gelernter Landwirt und studiere aktuell ökologische Agrarwissenschaften. Mich treibt um oder mein Ziel ist es, dass wir eine Agrarwende schaffen in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz, dahin, dass wir Tiere achten, dass wir ökologischer wirtschaften und dass wir unsere Umwelt und unser Klima schonen. Und dafür können wir auch in Rheinland-Pfalz, in einem kleinen Bundesland, einiges voranbringen. Und darüber möchte ich jetzt mit Lea sprechen. Ja, danke, Paul. Du hast ja schon ganz, ganz viel gesagt. Mir obliegt wieder die Aufgabe, einmal ins Thema einzuführen. Und ähnlich wie das bei Jochen in der letzten Folge war, müssen wir erstmal eine ernste Bestandsaufnahme machen über unsere aktuelle Situation. Wir haben die Situation, dass fruchtbare Böden, Ackerflächen und auch die Wasserversorgung abnehmen in ganz Deutschland, aber natürlich auch in Rheinland-Pfalz. Wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels enorm. Wir hatten in den letzten Hitzesommern ganz, ganz schlimme Situationen, dass Felder einfach verdörrt waren, dass Bäuerinnen und Bauern nichts mehr ernten konnten, dass Tiere geschlachtet werden mussten, weil sie nicht mehr ernährt werden konnten, weil einfach so wenig gewachsen ist. Also wirklich sehr, sehr dramatische Bilder in den letzten Jahren. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Landwirtschaft einen nicht unerheblichen Anteil auch am Ausstoß von Treibhausgasen hat. Das heißt, das ist auch ein großer Hebel, wo man ansetzen kann und wo man Dinge verändern kann, um dem Klimawandel auch zu begegnen. Wir haben ein weltweites Artensterben, was befördert wird, auch teilweise durch die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie Pestizide auf die Felder ausgetragen werden. Und auf der anderen Seite haben wir Bäuerinnen und Bauern, die Probleme haben, ein auskömmliches Einkommen zu erwirtschaften, die selber sagen, sie sind für Biodiversität, sie sind für Tierschutz, sie sind auch dafür, konsequent etwas gegen den Klimawandel zu tun, aber sie wissen nicht, wie sie das finanzieren sollen, wie sie dann ihr Leben noch bestreiten sollen. Und in dieser Gemengelage befinden wir uns auch als Grüne und müssen ja irgendwie Antworten finden, wie wir dem Klimawandel begegnen, wie wir die Biodiversitätskrise lösen und wie wir aber gleichzeitig unseren Bäuerinnen und Bauern auch den Rücken stärken können, für eine andere Art und Weise Landwirtschaft zu betreiben. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich froh, dass Paul heute hier ist. Genau, ich möchte auch gleich mal einsteigen mit vielleicht einer Rundumfrage. Paul, wie gestalten wir denn eine verantwortungsvolle, nachhaltige und faire Erzeugung von Lebensmitteln? Was für Konzepte gibt es denn da und wo wollen wir denn auch als Partei hin? Was sind da unsere Antworten? Also ich glaube, das ist also eine sehr, sehr umfassende, schwierig zu beantwortende Frage. Ich versuche es mal in verschiedenen Schichten aufzudröseln. Also zuerst ist ja die Frage, wie erzeugen wir unsere Lebensmittel? Und da glaube ich, bei allen Bemühungen, die viele Menschen auch haben, andere Menschen von einer vegetarischen, veganen Lebensweise zu überzeugen, werden wir immer auch einen gewissen Anteil haben an tierischen Lebensmitteln und tierisch erzeugten Lebensmitteln. Ich selbst konsumiere auch sowohl Fleisch als auch Milch und Eier. Und da müssen wir eben schauen, wie schaffen wir es, dieses Segment, das kleiner werden muss, meiner Meinung nach, nachhaltig zu erzeugen. Hier brauchen wir ganz klar angelegte Konzepte für eine flächengebundene Landwirtschaft. Wir müssen zusehen, dass die Fläche, auf der wir Tiere halten und aus der wir Tiere ernähren und auf der wir Dung und Mist wieder quasi ausbringen, das auch vertragen kann. Und deshalb brauchen wir ganz dringend eine flächengebundene Landwirtschaft. Wir brauchen außerdem
eine tiergerechtere Landwirtschaft. Wir müssen unsere Ställe, unsere Haltungssysteme, unsere Erzeugungssysteme auch nach den Tieren ausrichten, weil Tiere haben hochkomplexe Ansprüche. Tiere haben Bedürfnisse, die wir ernst nehmen müssen, denen wir nachkommen müssen, um eine vertretbare Landwirtschaft auch zu machen in Bezug auf die Tierhaltung. Auch das hat einen Einfluss auf das Klima. Also je mehr Tiere wir halten, je engerem Raum wir Tiere halten, je naturferner wir sie halten, eine Kuh im Stall hat einen höheren Ausstoß an Klimagasen als eine Kuh auf der Weide. All das ist wichtig zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist eine Kuh auf der Weide, die trotzdem auch Methan emittiert, ein Beitrag zur Artenvielfalt. Eine Kuh, die einen Monat auf der Weide gehalten wird, produziert quasi 20 Kilo Insekten, die wiederum 20 Kilo Vögel, das sind 3 Störche oder ich glaube 20 Stare quasi repräsentieren, unterstützt in ihrer Existenz oder eben produziert, wenn man diesen Begriff nutzen möchte. Gleichzeitig sehen wir, dass wir einen hohen Einfluss haben der Landwirtschaft auf die Artenvielfalt generell, was Insekten angeht, aber auch auf das Grundwasser, auf den Gewässerschutz, auf Landschaftselemente wie Hecken und Bäume. Und hier sehen wir eine Diskrepanz zwischen dem, was Landwirtschaft im Moment leistet und den Ansprüchen der Gesellschaft. Und die Landwirtschaft verschließt sich nicht prinzipiell diesen Herausforderungen. Wir sehen aber auch, wie Landwirtschaft, wie Landwirtinnen und Landwirte unter einem enormen Preisdruck stehen, unter Preisschwankungen stehen. Wenn ein Milchbauer seine Milch verkauft, wenn das Milchauto kommt der Molkerei und die Milch abholt, dann weiß die Person, die den Betrieb führt, noch nicht, wie viel Geld sie kriegt für den Liter Milch. Und das ist halt natürlich ein Zustand, in dem man nicht planen kann, wo man keine verlässliche Orientierung hat, wo Investitionen schlecht kalkuliert werden können. Und wenn wir als Gesellschaft, und da bin ich fester Verfechter davon, wenn wir als Gesellschaft einen Umbau unserer Landwirtschaft wollen, hin zu einer ökologischeren, einer tiergerechteren Wirtschaftsweise, einer Wirtschaftsweise, die Klima und Tiere schützt und achtet, dann müssen wir auch über einen fairen Preis und eine faire Entlohnung diese andere Art des Wirtschaftens unterstützen und fördern. Und dafür brauchen wir unter anderem die Fortführung des rheinland-pfälzischen Ökoaktionsplans. Wir wollen, dass in der Gemeinschaftsverpflegung, in Schulen und in Kitas, in Kantinen, in Universitäten, in Einrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz viel mehr regionale und ökologische Produkte eingesetzt werden, um eben unsere ökologische und unsere regionale Landwirtschaft vor Ort zu fördern. Okay, danke. Du hast jetzt ja wirklich schon sehr, sehr viel gefragt. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich vielleicht gerne nochmal auf die flächengebundene Landwirtschaft kurz zurückkommen, weil ich glaube, der Begriff ist nicht unbedingt gängig. Also kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was du damit meinst und warum du denkst, dass das eigentlich eine gute Idee ist? Flächengebundene Tierhaltung meint, dass wir es schaffen, eine Tierhaltung zu etablieren, die dem Kreislaufgedanken Rechnung trägt. Also wir halten so viele Tiere auf der Fläche, die wir haben als Betrieb, wie diese Fläche ernähren kann. Und die Fläche muss natürlich am Ende auch den Mist oder die Gülle der Tiere wieder aufnehmen können, ohne dass das Grundwasser gefährdet wird. Und hier sind zwei Einheiten wichtig. Einmal die Flächeneinheit, die in der Landwirtschaft verwendet wird, das ist der Hektar. Das sind 10.000 Quadratmeter, vergleichbar mit einem Fußballfeld. Und das andere ist die Großvieheinheit. Eine Großvieheinheit entspricht etwa einer Milchkuh oder auch 100 Hühner sind eine Großvieheinheit. Hier wird einfach gerechnet, wie viel Nährstoffe braucht das Tier, wie viel scheidet es wieder aus und wie viel muss die Fläche auch wieder aufnehmen. Weil für eine ökologische Landwirtschaft ist ganz wichtig, dass Nährstoffkreisläufe geschlossen werden, dass aus Böden Nährstoffe entnommen werden, die dann durch Tiere, man nennt es veredelt, werden und dann am Ende auch wieder ausgebracht werden auf den Äckern und den Weiden und Wiesen, um dann weiter produzieren zu können, ohne auf synthetische und mineralische Düngemittel angewiesen zu sein. Okay, also die Idee hinter der flächengebundenen Tierhaltung und Landwirtschaft ist quasi im Wesentlichen dieser Kreislauf. Und dass man sagt, ich kann das Futter selber herstellen, was meine Tiere fressen und ich kann mit der Gülle, mit dem Dung dann wieder den Boden düngen,
auf dem dann wieder das Futter für die Tiere wächst. Genau. Okay. Wir müssen aber auch so ehrlich sein und sagen, dass auch in einem ökologisch wirtschaftenden Betrieb natürlich die Nährstoffkreisläufe da unterbrochen werden, wo Lebensmittel auf den Markt gebracht werden. Also eine Kuh oder also ein Liter Milch, ein Kilo Fleisch, ein Kilo Eier hat natürlich Nährstoffe aus einem Boden entnommen. Die gehen dann in die menschliche Ernährung und gehen dort quasi verloren. Aber möglichst eben einen geschlossenen Kreislauf herzustellen, ist das Ziel einer ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaft. Jetzt hast du schon angesprochen, dass du dir das so vorstellst, dass Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas, Schulen, vielleicht Unikantinen oder generell Kantinen des öffentlichen Dienstes vielleicht solche Produkte auch anbieten, um quasi die Nachfrage zu erhöhen. Jetzt ist die Erfahrung, also wir hatten ja damals, ich erinnere mich dran, im Stadtrat auch schon den Aufschlag gemacht, wo wir gerne an die Kita- und Schulessen rangegangen wären, um eben genau im Sinne dieses Ökoaktionsplans zu handeln, um biologisch und regional erzeugte Lebensmittel quasi zu fördern. Und man stößt halt sehr, sehr schnell an seine Grenzen, weil es nicht nur einen Mangel an Nachfrage gibt in diesem Bereich, sondern ja tatsächlich auch immer noch einen Mangel an Angebot. Also zum Beispiel, ich weiß, die Uni Kantine, die wollten mal gerne umsteigen, aber sie haben zum Beispiel überhaupt nicht die Mengen an ökologisch erzeugten Kartoffeln gefunden, um den Betrieb dieser Kantine damit zu decken. Wie geht man denn mit solchen Problemen um und beißt sich da nicht in gewisser Weise dann die Katze in den Schwanz? Jein, also ich glaube, wir brauchen eine Planung und zwar inklusive einer Zielsetzung. Also das Ziel muss sein, wir wollen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr so und so 4% Öko-Kartoffeln einsetzen. Und dann müssen Vertragspartnerinnen und Vertragspartner gesucht werden in der Region oder wenn man sagt Öko, dann vielleicht in Rheinland-Pfalz, die in der Lage sind, diese großen Mengen zu liefern. Ein großes Problem überhaupt der Handelsstruktur im Lebensmitteleinzelhandel ist einfach, dass große Mengen gleichbleibender Qualität gefragt sind. Und das sind eigenständige landwirtschaftliche Betriebe, ob konventionell oder öko, einfach nicht in der Lage zu bieten. Und hier braucht es Zusammenschlüsse von Erzeugerinnen und Erzeugern. Eben diese Vertragspartnerinnen und Vertragspartner zu finden, zu sagen, wir wollen eine Menge mit x Kilogramm, x Tonnen in dem und dem Jahr. Und wenn ihr bereit seid, das zu liefern, unterstützen wir euch auf eine Dauer von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren auch finanziell. Und möglicherweise hilft es ja auch dann bei einer Umstellung eines konventionellen Betriebs hin zu einem ökologischen Betrieb. Das müsste das Ziel sein quasi, dass so eine Kantine zum Sogfaktor wird für Erzeugerinnen und Erzeuger und ihnen hilft, eine ökologische Wirtschaftsweise zu etablieren und größere Mengen zur Verfügung zu stellen. Am besten natürlich im Verbund von mehreren kleinen Betrieben, die mehrere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Familien ernährt. Jetzt sind wir ja dann auch schon ganz schnell wieder beim Thema Finanzausstattung von landwirtschaftlichen Betrieben. Das ist ja ein großer, großer Kritikpunkt und du hast ja schon angesprochen, wie schwierig es auch ist, für Landwirtinnen und Landwirte abzuschätzen, wie viel Geld sie für zum Beispiel einen Liter Milch am Ende bekommen. Wie ist es denn? Kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben? Warum ist das denn so? Also verkaufe ich nicht meinen Liter Milch zu einem bestimmten Preis? Wer bestimmt denn diesen Preis? Wie funktioniert denn das? Also wir haben meiner Meinung nach eine Diskrepanz zwischen den Erzeugerinnen und Erzeugern, dem, was dann zwischen den Erzeugerinnen und Erzeugern liegt und dem Lebensmitteleinzelhandel. Wir alle wissen, es gibt Supermärkte und Discounter, die halten eigentlich den absoluten Großteil des Vertriebs von Lebensmitteln in ihren Händen. Und wir haben auf der anderen Seite, und das sind nur noch vier große Konzerne in Deutschland quasi, und wir haben viele tausende Betriebe in Deutschland, die Lebensmittel erzeugen. So. Und die müssen, um ihre Lebensmittel abzusetzen, über eine Art Bündelung gehen. Und das sind früher genossenschaftliche Molkereien gewesen. Das war die Raiffeisen zum Beispiel, wo man dann sein Getreide hingebracht hat. Das wurde gebündelt, also große Tonnagen erstellt. Und die wurden dann einer für alle für einen, nach dem Prinzip quasi weiterverkauft. So, und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir global bestimmte Lebensmittel handeln sogar, wo wir viel exportieren können und viel importieren können und wir uns natürlich an Weltmarktpreisen orientieren müssen. Und das heißt, ein Bauer in der Pfalz, der Weizen anbaut, der konkurriert direkt mit Bäuerinnen und Bauern, die irgendwie in den USA oder in Russland einen 5000 Hektar Betrieb haben. So. Und da an diesen Preisen müssen sie sich auch orientieren. Um jetzt nochmal zu der Milch zu kommen, weil die ja so ein greifbares Beispiel ist für uns alle.
Hier haben wir es einfach so, dass wir diverse Großmolkereien haben, die vom Lebensmitteleinzelhandel mehr oder weniger die Preise diktiert bekommen für einen Liter Milch, was das noch kosten darf, damit die für 80, 70, 60 Cent mal einen Euro im Supermarkt angeboten werden können. Und das wird halt runtergedrückt auf die Landwirtinnen und Landwirte und führt dazu, dass wir in Milchkrisenzeiten dann Milchpreise von 19 Cent pro Liter haben, von mal 29 Cent pro Liter. Dabei wissen wir alle, wir brauchen irgendwie 35 bis 40 Cent eigentlich pro Liter, um die Erzeugungskosten zu decken. Um diese Diskrepanz und diese Macht des Lebensmitteleinzelhandels und der Zwischenhändlerinnen und Händler quasi aufzubrechen, ja, müssen wir uns alle auf den Weg machen und uns Instrumente überlegen, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Ja, also aus meiner Sicht ist es auch so, durch diese Globalisierung des Lebensmittelhandels sind wir ja wirklich in der Zwickmühle. Wir sind ja in einer marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation quasi jetzt mit der ganzen Welt. Und man könnte ja sagen, ja gut, wenn die Milch halt nur 19 Cent kostet, dann ist sie halt auch nicht mehr wert, weil dann wird ja auf der ganzen Welt offensichtlich genug Milch hergestellt, dass sie so billig sein kann. Also wir haben ja dann irgendwie ein Überangebot an Milch. Und das steht natürlich aber diametral im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich wollen, nämlich dass wir uns ja auch in Deutschland ein Stück weit selber mit Lebensmitteln versorgen können, jetzt mal abgesehen davon, wie die jetzt hergestellt sind. Alleine die Tatsache, dass Lebensmittel, die ja für uns alle unfassbar wichtig sind, weil wir alle essen und trinken und müssen das ja auch tun, um zu überleben. All das sind ja Dinge, die für einen Staat auch sehr wichtig sind, so eine Infrastruktur vorzuhalten. Das heißt, man will ja nicht seinen kompletten Lebensmittelmarkt irgendwie outsourcen, weil das wäre irre. Gleichzeitig haben wir in Deutschland natürlich auch Einflussmöglichkeiten darauf, wie Dinge erzeugt werden und was wir am Ende essen. Das heißt, die Regionalisierung und das hier in unserem eigenen Land und in unseren Regionen Lebensmittel hergestellt wird, ist ja was sehr, sehr Erstrebenswertes. Und das steht ja schon im krassen Kontrast dazu, wie aber dann solche Preise entstehen und wie wir uns auch auf so einen globalen Markt einlassen. Jetzt mal provokante Frage, weil man auch immer wieder von Landwirtinnen und Landwirten hört, ja, hier in Deutschland oder in Österreich, wir haben ganz strenge Auflagen, wir müssen darauf achten, wie viel Pestizide wir ausbringen, wie wir unsere Tiere halten. Wir haben Auflagen, die haben Brasilianer und Argentinier nicht, jetzt mal so ganz platt gesagt. Ist es fair und ist es richtig, dass wir diesen Markt so offen halten? Oder wäre es nicht eher ein Weg zu sagen, man reguliert diesen Markt stärker und sagt, brasilianische Produkte, die hier in Deutschland verkauft werden, müssen bestimmten Standards entsprechen, vielleicht sogar höheren Standards, also vielleicht einem Bio-Standard oder sowas, dass man die heimischen Betriebe ein Stück weit protektionistisch schützt? Das ist eine Frage, die ich jetzt einfach mal nur aus landwirtschaftlicher Sicht von jemandem, der auch mal in der Praxis unterwegs ist, beantworten will. Also wir sind als Deutschland in einer globalisierten Welt eine Nation, ein Land, das bestimmte Produkte exportieren will. Und zwar Industriegüter, Autos, ja, Technik, Maschinen. Weil das ist das, was wir haben in Deutschland als quasi Ressource. Die wollen wir in die Welt bringen. Und damit andere Länder mit uns Freihandelsabkommen schließen, damit wir dann unsere Produkte exportieren können und daraus auch unseren Wohlstand aufbauen, müssen wir natürlich, oder war immer das Credo, dafür müssen wir dann auch unsere Tore öffnen für landwirtschaftliche Produkte aus anderen Ländern. Und das hat zur Folge, dass wir aus den USA, aus Argentinien und Brasilien große Mengen Rindfleisch importieren, die von Ochsen stammen, die zu hohen Prozentteilen mit genetisch verändertem Soja gefüttert wurden, die auch noch Hormone bekommen dürfen dort nach den dort geltenden Richtlinien. Und die lassen wir hier herein quasi, lassen sie konkurrieren mit unseren Produkten, die wesentlich höheren Tierschutz- und Umwelt- und Klimaschutzauflagen unterliegen als dort. Und das führt natürlich dazu, dass wir extremen Preisdruck haben für die Erzeugerinnen und Erzeuger hier in Deutschland. Das ist ein riesiges Problem, dem wir begegnen müssen, auf jeden Fall. Zum Beispiel habe ich jemanden kennengelernt, 2019 im Dezember, der größte Tierhalter in einem Landkreis in der Pfalz ist, der Bullenmast betreibt und der sich entschieden hat, ich glaube 2011, einen Stall zu bauen, wo er Bullen mästet auf Stroh.
also nicht auf Betonspalte. Und er hat auch gesagt, er will verzichten auf importiertes Gensoja, sondern er will selbst Leguminosen anbauen, also Erbsen, Ackerbohne, Lupine und die verfüttern an seine Tiere. Und das honoriert unsere Landwirtschaftspolitik einfach nicht. Also der bekommt dafür, dass er auf Gensoja verzichtet und dafür, dass er Tiere auf Stroh hält, was für sie wesentlich besser ist als auf Betonspalte, quasi kein extra Geld. Und da müssen wir ansetzen, glaube ich, in der grünen Agrarpolitik, dass wir hier sagen, wir führen Prämien ein für eine bessere Tierhaltung und für eine Landwirtschaft, die Futtermittel einsetzt, die hier erzeugt werden, die nicht irgendwie in einem brandgerodeten Urwald erzeugt wurden. Ja, danke für das Beispiel, weil ich wollte jetzt gerade schon fragen, wie geht man jetzt mit dieser verfahrenen Situation um? Weil auf der einen Seite, klar, wir brauchen auch ein Stück weit die Freihandelsabkommen, auch um unsere Wirtschaft zu stärken und so weiter. Da hängt ja dann ganz, ganz viel dran an diesen Abkommen. Wie man die dann immer im Detail ausgestaltet, ist eine andere Frage. Da hatten wir ja auch an TTIP und CETA auch schon sehr, sehr viel Kritik geäußert. Aber prinzipiell sind wir natürlich ja auch für eine globale Weltgemeinschaft und natürlich auch irgendwie ein Stück weit für einen globalen Handel dann. Gleichzeitig ist es natürlich aber überhaupt keine Option, jetzt zu sagen, ja gut, wir fahren halt unsere Standards runter und Bauern dürfen auf ihre Felder kippen, was sie wollen, ihre Tiere halten, wie auch immer. Hauptsache, es kommt viel Profit bei raus. Das kann ja nicht der Weg sein, nur um irgendwie mit Brasilien oder den USA oder Argentinien konkurrenzfähig zu bleiben. Welche Rolle aus deiner Sicht spielt denn auch die EU bei solchen Dingen? Weil wir schließen ja auch immer Freihandelsabkommen als EU mit anderen Staaten. Und wie schätzt du die Unterschiede auch innerhalb der EU ein? Also die EU definiert ganz klar Mindeststandards für die Produktion innerhalb der Europäischen Union. Und das ist dann quasi, bevor wir über Argentinien und Brasilien sprechen, sprechen wir immer darüber, auch was dürfen die in Spanien, was dürfen die in Polen, was machen die in Ungarn, was machen die in Rumänien. Also auch hier gibt es noch große, große Unterschiede innerhalb der EU. Aber es gibt ja die gemeinsame Agrarpolitik der EU, also die GAP, die auch die EU-Förderperioden, die ja 7 Jahre gehen, quasi immer zusammen definieren. Was sind dann die Ziele für diese 7 Jahre? Wie wird die Förderung aufgestellt? Es gibt immer eine Förderung pro Hektar und dann gibt es die zweite Säule. Die erste Säule ist die Flächen, eben diese Pro-Hektar-Förderung. Die zweite Säule ist dann, was kann an Umwelt- und Tierschutz- und Klimaschutzmaßnahmen noch alles gemacht werden. Und da kommen dann auch die Länder ins Spiel. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, was so das Land Rheinland-Pfalz zum Beispiel noch an Gestaltungsmöglichkeiten hat innerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik. Wenn es darum geht, quasi Freihandelsabkommen zu schließen zwischen der EU und anderen Staaten, wie zum Beispiel TTIP mit den USA oder CETA mit Kanada, da wünsche ich mir, dass die EU klar auch die Standards vertritt, die hier gelten und die verteidigt. Und da gibt es auch Komponenten, zum Beispiel, wenn man sich die USA anschaut, die sich auch bei bestimmten Standards, die in der EU vorherrschen, wie beim Bankenwesen zum Beispiel, auch erhoffen, dass ihre Standards weiter gelten. Ja, also da kann man sich entgegenkommen. Es ist nicht so, dass wir da nur die überzogenen europäischen Standards im Blick haben und die US-Amerikaner und die Kanadier quasi alles verkaufen, was sie selbst haben. Also da ist Verhandlungsspielraum und den wünsche ich mir, dass den die EU auch nutzt. Ja, und nochmal kurz, bevor wir jetzt wieder ins Regionale gehen, bei der EU nochmal zu bleiben, weil das so wichtig ist für die Landwirtschaft. Du hast gerade diese erste Säule der EU-Agrarpolitik angesprochen, die ja tatsächlich Fördergelder, also Steuergeld, muss man ja einfach mal sagen, ausschüttet und das festmacht an der Größe des Betriebes. Und das steht ja auch massiv in der Kritik. Und die Kritik daran ist quasi, dass es diese Wachse- oder Weiche-Mentalität befördert und dass Betriebe quasi entweder die Möglichkeit haben, zu wachsen und größer zu werden oder halt viel, viel weniger Geld zu bekommen. Wie stehst du dazu? Ist das so aus deinem Erleben auch heraus und ist es etwas, was an sich eigentlich seine Berechtigung hat und was gut ist, dass wir auch große Betriebe fördern nach Fläche? Oder ist es im schlimmsten Fall sogar etwas, was das Höfesterben von kleinen und mittleren Betrieben vielleicht sogar eher beschleunigt? Wie schätzt du das ein aus deiner Erfahrung jetzt auch heraus? Also
man muss den Bogen gerade nochmal spannen, quasi zum Anfang der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, und wie die EU angefangen hat, gemeinsame Agrarpolitik zu machen. Und da war halt natürlich das Ziel nach dem Krieg irgendwie in den 50er, 60er Jahren auch dafür zu sorgen, dass einfach alle wieder was zu essen haben. Ja? Und da hat man angefangen und hat Produkte gefördert. Also man hatte feste Milchpreise, man hatte Butterpreise. Man hat pro Kopf, also wenn man gesagt hat, jemand hat 10 Kühe, hat man pro Kopf Geld bekommen, und das ging ganz lange so. Es gab dann also Kopfprämien bei Mutterkühen, bei Mutterschafen und so weiter. Und das hat sich dann aufgebläht in Milliardenbeträge, und irgendwann hat die EU erkannt, das funktioniert so nicht mehr. Jetzt haben wir eine Produktion, die ist uns über den Kopf gewachsen quasi. Wir haben jetzt finanzielle Auswüchse erreicht, die wir nicht mehr begleichen können. Und dann war ein liberaler Agrarkommissar da, und der hat sich überlegt, wie machen wir das? Wir liberalisieren quasi das System und sagen, okay, wir gehen hin und geben allen Landwirtinnen und Landwirten pro Hektar das Gleiche, und die sollen einfach jetzt in die unternehmerische Freiheit entlassen werden und zusehen, wie sie am Markt sich zurechtfinden. Und das erproben wir quasi, diese zweite große einheitliche Phase der Förderung, die erproben wir jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, und die führt meiner Meinung nach durchaus zu diversen Paradoxen, die wir jetzt erleben. Zum Beispiel, dass ja Landwirtinnen und Landwirte in Regionen, wo Pachtpreise niedrig sind, Land kaufen, um Agrarförderung zu erhalten, und dann aber auch entscheiden, wenn sie über 60 sind, nicht in Rente zu gehen, weil ihre Rente wesentlich niedriger wäre als das, was sie an Agrarförderung bekommen. Junglandwirtinnen und Junglandwirte, die nachkommen, die dringend Fläche suchen, um dort Landwirtschaft zu betreiben, können in diesen Regionen kaum noch Flächen pachten, weil die Alten in Anführungszeichen da drauf sitzen, weil sie mehr Geld bekommen durch die Förderung, als sie durch Pacht zum Beispiel bekommen würden. Und das ist eine absolut unökonomische, aber auch unökologische Entwicklung, die wir da sehen. Und ich glaube, wir müssen einen Mittelweg finden zwischen dieser Flächenförderung, die ja auch nicht nur bloß auf die Fläche ausgerichtet sein muss, und dem, was dort passiert. Also ich glaube, wir müssen viel mehr Geld aus der ersten Säule in die zweite Säule packen, wo dann Umwelt- und Klimaschutzleistungen und tiergerechteres Wirtschaften honoriert werden als bisher. Und so schaffen wir auch möglicherweise dann die Ökologisierung der Landwirtschaft, indem wir eben sagen, wer ökologischer wirtschaftet, wer Tiere artgerechter hält, wer an bestimmten Programmen teilnimmt, hat am Ende eben mehr als jemand, der auf seinem Land machen kann, was er möchte, in Anführungszeichen. Okay, wir kommen mal ein bisschen weg von der EU-Ebene, vielleicht auf die nationale Ebene erstmal. Und zwar hatten wir ja schon angesprochen, dass der Handel ja vielen Erzeugerinnen und Erzeugern quasi die Preise mehr oder weniger diktiert, vielleicht auch diktieren muss, weil ja auch der Handel an einem globalen Markt agiert. Jetzt gibt es auf Bundesebene verschiedene Ideen, die immer wieder in der Diskussion sind, wie man faire Preise vom Handel aus regeln kann. Und da möchte ich gerade gerne mal zwei Beispiele nennen, die auch sehr kontrovers diskutiert werden, und da mal deine Meinung zu hören. Das ist zum einen der Mindestpreis für Fleisch. Zum Beispiel, wir bleiben jetzt einfach mal beim Beispiel Fleisch. Mhm. Wäre das vielleicht ein Weg, um eine gewisse Mindestfinanzierung vielleicht zu gewährleisten für Erzeugerinnen und Erzeuger? Und ist das etwas, was auch tatsächlich bei Erzeugerinnen und Erzeugern dann ankommen kann? Oder ist das etwas, was sich der Handel am Ende wieder einsteckt? Und das zweite Beispiel wäre die Mehrwertsteuererhöhung auf Fleisch, wenn wir jetzt auch mal wieder bei Fleisch bleiben. Wobei man dann sagen muss, das wäre ja dann Geld, was als Steuerannahmen in die Staatskassen gespült wird. Und wie sinnvoll wäre das? Und wie stellt man sicher, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dass auch dieses Geld wieder bei Erzeugerinnen und Erzeugern ankommt und nicht, weiß ich nicht, für die Schuldentilgung oder für den Kita-Ausbau oder für was auch immer genutzt wird? Genau, ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir darüber diskutieren, dass wir auch tierische Lebensmittel teurer machen müssen. Nicht nur Fleisch, auch Milch. Alles, was irgendwie der tierischen Erzeugung zugezählt werden kann, ist gut. Also, dass wir darüber sprechen und dass auch das über den Preis abgebildet werden muss. Ich glaube, dass ein Finanzierungssystem, das gekoppelt ist
an auch Ausschüttungen an Landwirtinnen und Landwirte das Beste wäre, was wir tun können. Ich halte nicht so viel von der Mehrwertsteuererhöhung, weil sie zu pauschal ist, meiner Meinung nach. Also Steuern sind ja immer ungebunden, Abgaben sind gebunden und mir wäre eine Abgabe einfach lieber, wo man dann direkt errechnet, was brauchen wir für den Umbau der Tierhaltung und das dann eben umlegt auf, man kann das ja erheben, die Menge an Fleisch, an Milch, an Eiern, die jährlich verbraucht wird und das dann auf die Preise draufschlägt im Supermarkt und im Discounter. Und ich will nur noch eins dazu sagen, die Borchert-Kommission, die das jetzt vorgeschlagen hat, die sich ja orientiert an diesem Tierwohl-Label der Bundeslandwirtschaftsministerin, die sind gut, aber die greifen zu kurz. Also auch die Zeit, die angenommen wird, bis 2040 irgendwie ein oder zwei Stufen höher zu gehen, ist mir zu wenig. Wir brauchen hier viel ambitioniertere Ziele, was bessere Ställe und Haltungssysteme angeht. Und da hilft es nicht, sich an diesen vier Alibi-Stufen abzuarbeiten. Da müssen wir direkt große Sprünge machen und auch nicht bis 2040 planen, sondern eigentlich für die nächsten 10 Jahre und auch dann Planungssicherheit schaffen. Du hast gerade selber die Brücke geschlagen. Vielleicht kommen wir einfach mal auch zu einem sehr kontroversen und emotionalen Thema, auch nämlich zum Tierschutz in der Landwirtschaft. Wir können ja einfach mal, nehmen wir mal pauschal Kühe, Hühner und Schweine vielleicht. Das sind ja so die gängigsten, die auch jeder so vor Augen hat. Wo siehst du die Probleme beim Tierschutz im Moment noch in der Landwirtschaft? Und um jetzt mal ein bisschen visionär zu werden, was wäre denn so deine Wunschvorstellung, wie wir in Zukunft mit Tieren umgehen, die wir ja achten wollen und deren Bedürfnisse wir auch achten wollen, die wir ja aber trotzdem für eine Erzeugung brauchen, die sich am Ende rechnet? Also ich glaube, ganz wichtig ist für alle von uns, dass wir persönlich eine normative Entscheidung treffen, wollen wir überhaupt tierische Produkte konsumieren? So. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dann müssen wir meiner Meinung nach uns damit auseinandersetzen, was der beste Kompromiss ist für die Tierhaltung. Da, glaube ich, sind wir noch ziemlich weit davon entfernt, ein Optimum zu erreichen. Und also um jetzt bei den Kühen zu bleiben oder den Rindern als Oberbegriff, hier wünsche ich mir, dass jedes Rind regelmäßig auf die Weide kommt als Minimum, dass es viel Platz hat und dass es einen Boden vorfindet, mit dem es umgehen kann. Eine Kuh ist ein Sumpftier, Beton ist so absolut das Gegenteil von dem, was sie irgendwie ja abhaben kann. Bei den Schweinen wünsche ich mir, Schweine und Hühner auch sind Omnivoren, also Tiere, die alles fressen, die viel scharen, die viel suchen, die Würmer fressen und Engerlinge und aber auch Pflanzen. Die haben ein ausgeprägtes Such- und Spielverhalten und die brauchen wirklich Außenklimareize. Ja, die müssen mal raus können auf die Weide oder irgendwie in den Laufstall. Die brauchen Stroh zum Suchen, die brauchen Spielzeug und haben ein hochkomplexes Sozialverhalten. Und hier wünsche ich mir einfach, dass es uns irgendwann gelingt, möglichst kleine Gruppen mit möglichst viel Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und da, wo es möglich ist, den Tieren auch ein möglichst langes Leben zu gewährleisten. Auch in der Ökohaltung sind wir ganz krass an ökonomische Notwendigkeiten gebunden und hier ist es fast unmöglich, auch einen Huhn mal in die Mauser kommen zu lassen. Eine Legehenne, die eigentlich vielleicht nochmal eine zweite Legeperiode durchmachen könnte, kann das einfach nicht und wird dann zum Suppenhuhn. Einfach nur aus ökonomischen Gründen, weil für das Ei zu wenig gezahlt wird. Und hier hoffe ich einfach, dass es uns gelingt, ein Bewusstsein in der Gesellschaft zu etablieren. Erstens, was diese Tiere brauchen, zweitens, was es braucht, um mit diesen Tieren anständig umzugehen, was da an Arbeit dahinter steckt, an Aufwand dahinter steckt, an baulichen und materiellen Notwendigkeiten dahinter steckt und dass wir dadurch irgendwann Preise erlösen, die diese Haltungsformen dann ermöglichen. Also auch nochmal ein Appell, auch keine Angst davor zu haben, tierische Produkte am Ende auch teurer werden zu lassen, um all das für die Erzeugerinnen und Erzeuger, aber natürlich auch für die Tiere zu finanzieren. Ich möchte gerne noch ein paar andere kontroverse Problemkinder ansprechen. Jetzt mal weg von den Tieren und eher zu Umweltproblematiken. Problemnitrat, Paul. Man hört ganz viele verschiedene Dinge. Und man hört immer wieder, wir haben ein Problem mit Nitratbelastungen im Boden, im Essen, aber auch im Trinkwasser mittlerweile. Wir haben auf der anderen Seite große Bauernproteste auch jetzt wieder erlebt, die sagen, in meiner Region ist es doch gar nicht so schlimm. Ja, hier, ich wehre mich gegen den Eindruck, dass hier alles nitratverseucht wäre, aber ich muss die gleichen
Repressionen quasi erleiden, wie meine Kolleginnen und Kollegen in Gebieten, wo wir eine sehr, sehr hohe Belastung haben. Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Wie ist denn die Situation? Ist dieses Nitratproblem flächendeckend oder ist es tatsächlich regional beschränkt? Was sind die Lösungsansätze für betroffene Gebiete? Es ist auf keinen Fall ein flächendeckendes Problem. Ja, wir haben im Schnitt noch nicht mal ein Gülleproblem. Ja, wenn wir jetzt hingehen würden und rechnen uns die Fläche in Deutschland aus, auf der wir Landwirtschaft betreiben und rechnen die Gülle und den Mist gegen, dann sind wir auf einem vollkommen verträglichen Niveau. Wir haben aber Hotspots auf der einen Seite, weniger in Rheinland-Pfalz tatsächlich als im deutschen Norden, also Kloppenburg, Vechta, das ist ja alles bekannt, dort wo die Schweine- und Hühnermasthochburgen liegen, wo mehr Gülle anfällt, als dort jemals irgendwie ausgebracht werden könnte. Aber auch in Rheinland-Pfalz haben wir Gebiete, die auswaschungsgefährdeter sind als andere, also zum Beispiel im Westpfälzer Bergland, wo das Grundwasser relativ weit weg ist, wo auch irgendwo Stein unten drunter kommt vielleicht, ja, und wo eh wenig Tiere gehalten werden, da haben wir dieses Problem nicht so sehr wie zum Beispiel in der Rheinebene. Und dort liegt es dann auch weniger an den Tieren als an den Stickstoffdüngern quasi, die durch Haber-Bosch-Verfahren synthetisch hergestellt werden. Also es liegt ganz klar am Standort und da versuchen wir ja bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz über die sogenannten roten Gebiete zu arbeiten, also dort, wo diese Probleme auftreten, dort müssen bestimmte verschärfte Regelungen eingehalten werden und hier müssen wir einfach auch versuchen, nach dem Verursacherprinzip zu gehen. So hart es ist für die Einzelnen, die dort betroffen sind, dort muss analysiert werden, wie viel Dünger hat der Betrieb eben zur Verfügung, wie viel kauft er ein, wie viel bringt er aus und da müssen ja verschärfte Rechnungen vorgenommen werden. Der Gewässerschutz ist uns Grünen natürlich auch sehr, sehr wichtig, genauso wie der Grundwasserschutz, deswegen ist es für uns auch schon ein zentrales Thema, würde ich mal behaupten. Wie können denn Einträge von Nährstoffen ins Grundwasser und Gewässer generell reduziert werden? Wir haben ja das Landesprogramm Gewässerschonende Landwirtschaft. Kannst du vielleicht da ein paar Sätze zu verlieren und aus deiner Sicht, inwieweit trägt dieses Landesprogramm auch tatsächlich zum Gewässerschutz bei oder wo müsste es vielleicht noch nachgebessert werden? Also ich will es in zwei Sparten einteilen. Erstens, was bringen wir quasi nah bei offenen Gewässern aus, also wie Seen, Flüssen, Bächen und Teichen. Hier müssen einfach Abstände auch eingehalten werden, aber da glaube ich, das ist Usus in der Landwirtschaft. Hier wird darauf geachtet, dass ich natürlich meinen Dünger jetzt nicht direkt in den Bach spritze, wie in die Lauter oder so, ausbringe mit dem Güllefass und dann schwimmt es ja weg, weil die Nährstoffe werden ja gebraucht. Also hier sind Abstände wichtig, hier ist klar wichtig zu wissen, wo bin ich eigentlich, was ist mein Standort, was hat er für einen Boden, ist es einer, der Feuchtigkeit hält oder einer, der schnell ausgewaschen wird, sandige Böden zum Beispiel, da läuft quasi Wasser direkt durch. Und dann, was für den Gewässerschutz und für die Auswaschung ganz wichtig ist, ist darauf zu achten, wann bringe ich eigentlich Dünger aus. Also nicht dann, wenn Regen erwartet wird zum Beispiel oder wenn ich jetzt im Winter zum Beispiel meinen Acker nach der Ernte umgebrochen habe und der ist dann quasi nur Erde, da ist kein Bewuchs mehr drauf, dann sollte ich mir überlegen, wie lange soll der jetzt offen liegen. So, wenn es dann darauf regnet, dann kommt Regen in den Acker, auf die blanke Erde und spült natürlich Nährstoffe aus. Und wenn ich aber sage, okay, ich weiß, wann ich wieder säen möchte, im neuen Jahr, dann empfiehlt es sich definitiv, eine Zwischenfrucht auszubringen. Die hat noch andere positive Effekte, wenn man eine Leguminose zum Beispiel ausbringt, wie eine Erbse oder eine Wicke, die bindet auch nochmal Stickstoff aus der Luft, die dann später der nächsten Frucht zur Verfügung steht im Acker. Aber sie verhindert eben auch die Auswaschung, nicht nur von Nährstoffen generell in den Boden, sondern einfach auch der Erosion. Also viele kennen das ja, wenn man in so einem Herbstregen einen Feldweg langläuft oder fährt, gerade wo es abschüssig ist, läuft richtig so rote oder braune Brühe dann runter. Und das ist nicht nur Boden, der wegschwimmt, das sind auch echt Nährstoffe. Also da geht richtig was verloren, was wir nie wieder herbringen können. Und deswegen ist es wirklich empfohlen, nicht nur aus Gründen des Gewässerschutzes, aber auch eben zum Schutz unserer Fruchtbarkeit der Böden quasi darauf zu achten, dass Böden möglichst vor Auswaschung geschützt sind. Hast du noch andere Beispiele dafür, wie wir die Fruchtbarkeit von Böden wieder erhöhen können? Weil auch das ist ja ein wiederkehrendes Problem in den letzten Jahren geworden? Ja, also das große
Problem, das wir eben haben, ist, dass wir Böden Nährstoffe entziehen. Und zwar ob in der konventionellen als auch in der ökologischen Landwirtschaft, weil wir ja Frucht anbauen, die wir danach ernten und die nicht wieder zurück auf den Acker kehrt. Das heißt, wir entziehen Böden konsequent Nährstoffe. Und um da gegenzuwirken, ist es wichtig, dass wir zum Beispiel Kleegrasgemenge, also Klee ist auch eine Leguminose, eine Frucht, die aus der Luft Stickstoff binden kann. Und wenn man die dann umbricht, also pflügt oder ja, anderweitig einarbeitet oder erntet und dann kompostiert oder eine Kuh frisst das Gras und den Klee und scheidet Gülle aus und es wird wieder ausgebracht, dann nimmt der Boden Nährstoffe auf wieder, die er quasi vorher nicht hatte. Also Leguminosen sind ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig ist der Humusaufbau zum Beispiel durch eben Kleegrasgemenge und durch das Ausbringen von Stallmist, auch von Gülle, dass Kohlenstoff gebunden wird, dass ja zum Beispiel auch Häckselgut aus dem Wald ausgebracht wird auf einem Acker, was dann eingearbeitet wird und dann von Mikroorganismen verarbeitet wird. Das bindet nicht nur Kohlenstoff, das sorgt auch dafür, dass der Boden wie ein Schwamm wirkt, dass Feuchtigkeit aufgenommen wird, was gerade in zunehmenden Dürreperioden natürlich extrem wichtig ist, dass genug Feuchtigkeit zur Verfügung steht für das Getreide oder was auch immer darauf wächst. Wie stehst du denn zu alternativen Formen der Landwirtschaft, wie zum Beispiel die regenerative Landwirtschaft oder auch Agroforst ist ja ein relativ neuer Begriff, der ja jetzt aber immer wieder hochkommt, oder auch die Permakultur. Sind es Lösungsansätze, wo du jetzt sagst, das sind interessante Modellprojekte, oder wäre auch das etwas, wo du sagst, das könnte man sich auch flächendeckender vorstellen? Ich glaube, dass wir vor Herausforderungen stehen in der Landwirtschaft, die wir so noch nicht komplett einsehen können und vor denen wir uns auch noch nicht, also wo wir uns auch noch nicht trauen, uns die einzugestehen tatsächlich. Ich glaube, dass zunehmende Dürreperioden auch noch längere und noch heißere als in den letzten drei Jahren uns vor Aufgaben stellen, die ein komplettes Umdenken in bestimmten Teilen der Art und Weise, wie wir Lebensmittel erzeugen, notwendig macht. Und da ist zum Beispiel das Agroforstsystem, also Bäume, an denen was wächst, was wir essen können, die Schatten spenden auf Sträucher, die zum Beispiel Beeren oder Nüsse tragen, die aber auch gleichzeitig irgendwie vor heißen Winden, die Gras austrocknen, schützen, in Reihen angebaut, am Ende dann Kühen sowohl Schatten als auch Nahrung spenden oder Hühnern oder Ziegen und Schafen. Und diese Art und Weise der Landwirtschaft müssen wir, glaube ich, unter die Lupe nehmen, die müssen wir auch erforschen und die müssen wir für die breite Masse nutzbar machen und auch bekannt machen, um für den Fall, dass wir irgendwann nochmal extrem umsteuern müssen in unserer Landwirtschaft, dann gewappnet zu sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns da auf den Weg machen und Pilotprojekte schaffen, die uns eben diese Art und Weise der Landwirtschaft vor Augen führen. Wir haben im Donnersbergkreis zum Beispiel ein ganz tolles, auch Fundraising-gestütztes Projekt zum Thema Food Forest, also Agroforst, die wir begleiten müssen und wo ich auch ganz gespannt bin, was da für Resultate am Ende rumkommen. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass das trägt und dass es auch Modelle der Zukunft sind. Aber ich kenne auch die Skepsis im Berufsstand bei allem. Also wir Landwirte sind unfassbar konservativ, strukturkonservativ, wenn es dann darum geht, auch mal was anders zu machen. Und deswegen glaube ich, ist es enorm wichtig, dass das jetzt schnell sich etabliert und nicht nur naserümpfend irgendwie betrachtet wird, sondern auch wirklich ernsthaft verfolgt wird. Und da ist dann definitiv die Politik und die Gesellschaft gefragt, ja. Okay, Paul, jetzt befinden wir uns ja im 21. Jahrhundert und die Digitalisierung hält in all unsere Lebensbereiche Einzug und wahrscheinlich, korrigiere mich, auch in der Landwirtschaft. Wie läuft das mit der Digitalisierung in der Landwirtschaft und welche Chancen hat die Digitalisierung, aber auch vor welchen Herausforderungen steht die Landwirtschaft damit? Ja, also die Digitalisierung hat wie in allen Bereichen der Gesellschaft Chancen, aber birgt auch Gefahren. Also die Chancen, die die Digitalisierung für die Landwirtschaft bietet, ist ganz klar das sensorgestützte Ausbringen von Düngemitteln, von Saatgut, die Analyse auf dem Acker während des Ausbringens, also wenn wir das dann über GPS quasi steuern und Daten zugrunde legen,
die wir haben über bestimmte Flächen, dann ist klar zu erkennen, wo ist zum Beispiel ein Gewässer, das wollen wir schützen. Da ist es wichtig, dass wir da nicht zu viel ausbringen. Wo sind Senken zum Beispiel, wo sich Nährstoffe sammeln, wo weniger gedüngt werden muss. Also hier hat die Digitalisierung ganz, ganz klar einen Pluspunkt, wenn es darum geht, Precision Farming, also präzise Landwirtschaft zu betreiben. Und hier ist auch Rheinland-Pfalz Spitzenreiter tatsächlich in Bad Kreuznach im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum ist die Geobox entwickelt worden. Die Geobox ist für Rheinland-Pfalz erstmal eine Datenbank, wo für landwirtschaftliche Flächen eben Wetterdaten gesammelt werden, Bodendaten gesammelt werden, die Landwirtinnen und Landwirten an die Hand gegeben werden sollen, kostenlos auch. Und das könnte die Blaupause werden für die ganze Bundesrepublik, weil, und das ist jetzt nur ein ganz kurzer Exkurs zu den Gefahren, weltweite Konzerne machen sich auf den Weg, On-Demand-Angebote sozusagen zu machen wie Netflix. Hört sich erstmal komisch an, ist aber so. Für die Landwirtschaft, wo am Ende Düngemittel, Saatgut, Pflanzenschutzmittel, Maschinen und eben Daten zur Verfügung gestellt werden sollen, den Landwirtinnen und Landwirten, die tragen dann nur noch in Anführungsstrichen das Risiko, dürfen mit diesen Daten und Materialien dann Landwirtschaft betreiben. Und hier ist es wie so oft, im Worst Case ist nicht der Fall bedacht eines Stromausfalls oder eines Internetausfalls, weil all diese Systeme, wie man an die Informationen kommt, würden cloudbasiert sein. Und damit das nicht passieren kann, hat eben hier Rheinland-Pfalz sich auf den Weg gemacht und gesagt, wir brauchen ein, ja, am Ende vor Ort im Hausserver befindliches Datenpaket, mit dem die Landwirtinnen und Landwirte jederzeit ihre Bearbeitungsschritte durchführen können und ihre Ernte einbringen. Und hier müssen wir uns wirklich als Gesellschaft und auch als Staat emanzipieren von privaten Anbieterinnen und Anbietern. Und da sind wir, glaube ich, in Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg und haben aber auch noch echt Potenziale, die wir heben können, auch in der Vermarktungsstruktur. Hier ist die Digitalisierung natürlich auch eine große Hilfe über Social Media, aber auch über Vermarktungsnetzwerke und Plattformen, regionale Produkte, ökologische Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Hier muss ich auch jetzt als Netzpolitikerin quasi auch nochmal das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil die Landwirtschaft und die Lebensmittelerzeugung ist ja wirklich, also wenn es kritische Infrastruktur gibt, dann ja wohl das. Und das ist ja wirklich auch hochgefährlich und nicht zu unterschätzen, was passieren kann, wenn man sowas Privatkonzernen quasi überlässt und solche Steuerungen und Daten auch in die Hände von Privatkonzernen gibt. Also da nochmal wirklich, ja, der Appell und die absolute Unterstützung auch von meiner Seite, sowas muss aus meiner Sicht in staatlicher Hand bleiben. Ich möchte noch ein interessantes Thema ansprechen. Wir haben ja nicht nur die Klimakrise, sondern auch die Biodiversitätskrise, also das große Artensterben auf der Welt. Und das wird ja oft unter anderem auch auf das Ausbringen zum Beispiel von Pestiziden auch teilweise zurückgeführt. Jetzt werden Pestizide ja aber natürlich nicht zum Spaß ausgebracht, sondern um halt Ertragssteigerungen zu erzielen und so weiter und so fort. Weniger Pestizide, geht das überhaupt und geht das auch ohne Ertragsverlust? Prinzipiell, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich verzichte auf das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, also chemischen, man sagt auch Pestizide, also Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, dann ist es so, dass wir erstmal natürlich sehr wahrscheinlich Vertragseinbußen haben. Pflanzenschutz ist aber nicht nur chemisch möglich. Es gibt auch mechanische Pflanzenschutzmethoden, wie zum Beispiel das sogenannte Striegeln, also dass man mit Zinken über den Acker fährt, bestimmte Unkräuter rausreißt und die Kultur, die man haben möchte, hält dem aber stand, weil die schon weit genug entwickelt ist. Man kann Untersaaten ausbringen. Also ich will Mais zum Beispiel anbauen, ich pflanze den Mais, dann wächst er eine bestimmte Höhe, dann bringe ich ein Kleegrasgemenge aus, das wächst dann auch. Und dann unterdrückt dieses Kleegrasgemenge die Unkräuter, der Mais wächst auf. Da gibt es Untersuchungen dazu, unter anderem von der Uni Kassel. Das funktioniert auch. Im Bereich der Insektizide gibt es Pheromonfallen zum Beispiel, die man ausbringen kann. Wir fördern das auch in Rheinland-Pfalz, nicht nur im Weinbau, auch in anderen Bereichen, dass eben ja, Schädlinge durch Geruch angelockt werden und dann in eine Klebefalle gehen und so nicht totgespritzt werden müssen, sondern dort eben quasi unschädlich gemacht werden. Ja, im Großen und Ganzen werden wir, wenn wir auf den konventionellen Pflanzenschutz verzichten, genauso wie die konventionelle Düngung auch, Ertragseinbußen haben. Aber auch hier sind wir in einer Situation, in der wir am Weltmarkt partizipieren
Und zwar nicht zugunsten der Menschen auf dem Planeten, die hungern, sondern wirklich um die reichen Nationen der Welt, in der EU, den USA und Kanada, ja, mit Überfluss quasi zu versorgen. Und hier müssen wir uns ganz klar auch auf den Weg machen, dass Produkte mehr wert sind und dass sie eben in geringerer Menge trotzdem angebaut werden und die Erzeugerinnen und Erzeuger erträgliche Preise dafür bekommen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie angebaut wird. Wir haben gerade in Städten, du kandidierst ja auch für einen städtischen Wahlkreis jetzt für die Landtagswahl, ja die Situation, dass man immer eine Art Konkurrenz hat zwischen auch Äckern, die es gibt, und zum Beispiel Wohnraum. Also wir haben ja sehr, sehr viele Wohngebiete, Neubaugebiete, die auf Äckern errichtet werden. Was an sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht ist, weil man sagen muss, Äcker sind ja meist auch, sag ich mal, die biologisch minderwertige Fläche, wenn man sie jetzt vergleicht mit Wiesen und Auen und was auch immer, wo man auch vielleicht Neubaugebiete drauf pflanzen könnte. Wald, genau, danke für die Ergänzung. Von daher erstmal, okay, es ist ein Acker, aber am Ende muss das Essen ja auch irgendwo produziert werden. Laufen wir da so langsam in eine Falle des Flächenverbrauchs rein, des Bodenverbrauchs? Also da will ich nur kurz mal ein paar Zahlen bemühen. 2018 hatten wir einen Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei Getreide von 91%. Das heißt, 91% des Getreides, das wir in Deutschland verbraucht haben, wurde nur in Deutschland angebaut. Also wir haben schon 9% Getreide importiert. Wir hatten gleichzeitig einen Selbstversorgungsgrad bei Kartoffeln von 138%. Also 38% haben wir quasi wieder für den Export gehabt oder haben es weggeschmissen. Ich weiß nicht, wohin das gegangen ist. Ja? Jedenfalls haben wir eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir quasi brauchen und dem, was wir erzeugen. Und das, was wir erzeugen, erzeugen wir sehr intensiv. Das heißt, wenn wir extensivieren wollen, was unser grünes Ziel ist, also mehr ökologisch, weniger Dünger, weniger Pflanzenschutzmittel, dann werden wir auch mehr Fläche brauchen. Wir werden relativ viel Fläche generieren können, wenn wir unseren Konsum von tierischen Produkten etwas reduzieren. Weil 60% des Getreides, das wir anbauen, verfüttern wir an Tiere. Also dort wird auch wieder Fläche frei, um Getreide für den Direktverzehr zum Beispiel zu produzieren oder für Bohnen und Erbsen und solche Dinge, andere Ackerfrüchte. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, jede Fläche, die wir zubauen, ist weg. Und deswegen ist es mir persönlich ganz wichtig, dass wir landwirtschaftliche Nutzfläche, egal wie die im Moment genutzt wird, eigentlich erhalten. Und da sind wir ja in Kaiserslautern mehrfach unter Druck, dass jetzt diverse Neubaugebiete auf Äcker gebaut werden sollen, aber auch in den Wald. Aber wir erleben ganz krass auch im ländlichen Raum, dass jedes Dorf irgendwie so einen Wurmfortsatz eines Neubaugebiets braucht, egal wie klein es ist. Also es gibt im Landkreis Kusel mehrere Orte, die ich jetzt kenne, es gibt die auch woanders, mit 250 Einwohnerinnen und Einwohnern und die haben dann ein Neubaugebiet, wo 5 Häuser hinkommen sollen, auf einen Acker gebaut. Ja, und das ist für mich halt irgendwie unverständlich. Also ich kann es aus Sicht der Gemeinden nachvollziehen, aber aus der Überlegung heraus, dass wir uns irgendwie auch ernähren wollen und das vor allem regional tun müssen und ökologischer tun müssen, ist es für mich unverständlich. Und deshalb glaube ich, müssen wir jede Fläche, die wir hergeben für eine Versiegelung, für Gewerbeflächen, für Wohnflächen und für Verkehrsflächen ganz hart abwägen gegen den Aspekt der Selbstversorgung auch. Du bist ja gar nicht aus einem landwirtschaftlichen Betrieb quasi, also bist in diese Branche nicht hineingeboren, wie es ja die meisten sind, die so einen Betrieb auch übernehmen, sondern du hast dich ja wirklich selbst dafür entschieden und dann auch die Ausbildung gemacht und jetzt das Studium noch dran gehängt. Wie hast denn du deine Ausbildung erlebt, auch im Hinblick auf konventionelle Lehre oder ökologische Dinge, die damit reingespielt haben? Und was wünschst du dir für junge Landwirtinnen und Landwirte, die jetzt vielleicht gerade in der Ausbildung sind und die ja auch fit für die Zukunft gemacht werden müssen? Ja, also ich habe das erlebt. Ich habe angefangen 2015 mit der Ausbildung. Da waren die Grünen in Rheinland-Pfalz schon 4 Jahre an der Regierung und es wurden Ökomodule eingebaut in den Unterricht. Das heißt also, immer wenn irgendein Thema konventionell besprochen wurde, sollte es auch ökologisch besprochen werden. Hier habe ich es so erlebt, dass die Lehrenden da auch ein bisschen herausgefordert wurden. Die mussten sich dann einarbeiten. Und hier, glaube ich, brauchen wir einfach noch mehr Fachpersonal, jetzt ohne die abzuwerten, die gerade Lehre machen. Die haben sehr gut gelehrt.
das dann sich auf Öko spezialisiert und dann auch wirklich reinkommt und die Öko-Themen nochmal aufbereitet. Ich glaube, wir brauchen ein solidarisches Miteinander zwischen ökologischer und konventioneller Wirtschaftsweise. Also die Konvis können Sachen besser, die die Ökos nicht so gut können, und die Ökos können Sachen gut, die die Konvis vielleicht noch nicht so gut können. Und es ist überhaupt gar nicht gut, gegeneinander in Konkurrenz zu gehen und zu sagen, boah, die sind irgendwie blöd, die verstehe ich nicht, die machen das kaputt oder die sind unökonomisch oder so, sondern ich glaube, wir brauchen einen harten Dialog, ja, der wird auch Kraft kosten und der macht auch nicht immer Spaß, aber wir können echt viel voneinander lernen. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir eine Ausbildung haben für Landwirtinnen und Landwirte, die versucht, die Best-Practice-Beispiele nach vorne zu rücken. Die sagt, hier haben wir klare Vorteile des Ökolandbaus, hier haben wir Sachen, die machen die Konventionellen echt gut. Und das versuchen wir zusammenzuführen und die somit, heißt ja, die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft weiterentwickeln, um dann eine Landwirtschaft der Zukunft zu erreichen. Das ist noch ein bisschen utopisch, aber ich glaube, das ist im Sinne aller und das würde ich mir wünschen. Eine letzte Frage. Wir Grünen sind ja jetzt nicht gerade die Lieblingspartei von Bäuerinnen und Bauern, wenn ich das so mal grob überblicke. Wenn man so in bestimmte Facebook-Gruppen von Landwirtinnen und Landwirten reinschaut, dann wird sehr oft sich über die Grünen beschwert und wir würden sehr, sehr viel regulieren und wir würden keine Rücksicht auf ihre Belange nehmen. Und all das, was du ja aber heute zumindest für mich geschildert hast und was ich auch selber von unserer Partei kenne, ist eigentlich nicht so, wie es wahrgenommen wird von vielen Erzeugerinnen und Erzeugern. Also wir sind ja schon sehr, sehr bedacht darauf, dass es auch für alle fair bleibt, dass die Leute ordentlich bezahlt werden, dass man irgendwie eine Perspektive für die Landwirtschaft, für die Zukunft aufzeigt und ja nicht, weil man den Menschen was Böses will, die das im Moment machen, sondern weil wir ja wirklich Sorge haben, dass die Landwirtschaft vielleicht irgendwann, so wie wir sie betreiben, nicht mehr zukunftsfähig sein kann und dass wir jetzt eben anfangen wollen, frühzeitig umzusteuern, um diesen Strukturwandel auch für möglichst viele verträglich zu gestalten. Wie sind da deine Erfahrungen im Austausch mit Landwirtinnen und Landwirten im Moment? Und was glaubst du, müssten wir auch an unserer Kommunikation vielleicht ändern als Partei, um da in einen faireren und besseren Dialog zu kommen und den Landwirtinnen und Landwirten auch klarzumachen, worum es uns geht und weniger von einem Gegeneinander als zu einem Miteinander quasi zu kommen? Ja, also wenn ich mit Landwirtinnen und Landwirten spreche, dann sind wir uns alle einig, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Also das ist immer der Grundkonsens eigentlich. Und da geht es zuerst mal um die Preispolitik und dann kommt man schnell zu den Regularien. Ja, und Landwirtinnen und Landwirte sind Menschen, die ein Unternehmen führen, ja, und Unternehmen, hat mein Berufsschullehrer gesagt, kommt nicht von unterlassen, ja, also da möchte man gestalten, man will sich eine Zukunft aufbauen, man will was schaffen, was auch bleibt. Und da ist es ganz schwer, und das ist das Versagen unserer Bundesregierung in den letzten 16 Jahren, wirklich minutiös quasi von einer Idee zur anderen zu stolpern und dann wie bei der Düngeverordnung erst ein Hü zu machen und dann hopp, und jetzt ist es mit dem Insektenschutz genau dasselbe. Ich glaube, wir brauchen eine groß angelegte europaweite Agrarreform. Wir brauchen eine Zielsetzung. Wir müssen sagen, wo wollen wir hin? Was sind die Auflagen für Tierschutz, Klimaschutz, Umweltschutz, Artenschutz? Was soll die Einkommenssituation verbessern? Und da müssen wir uns einigen und dann sagen, so, das ist jetzt der Plan für die nächsten 20 Jahre, weil wer einen Stall baut, der schreibt den auch ab über 20 Jahre. Ja, also deswegen macht es auch überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, wir machen das jetzt stufenweise, sondern wir brauchen eine ganz klare Zielrichtung in der Landwirtschaft. Und da sind wir uns auch alle einig. Ja, wer Menschen, die ein Unternehmen führen, mitnehmen möchte, der muss ihnen auch eine Auskommenssituation geben, sonst schmeißen die hin. Würde ich genauso machen, würde jedes Unternehmen genauso machen. Also auch ein Handwerksbetrieb, der sagt, ich habe keine Zukunft mehr, schmeißt hin. Und deswegen glaube ich, müssen wir aufeinander zugehen. Wir müssen die Lebensrealität auf den Höfen anerkennen und versuchen, damit zu arbeiten. Und was uns Grünen, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, immer nachgesagt wird und was wir auch manchmal bestätigen, ist so, dass wir einen gesamten Ansatz haben und dann aber den Leuten gegenüber so auftreten, als wüssten wir einfach alles besser.
Und den Eindruck, den müssen wir wirklich versuchen zurückzuschrauben, weil ich fahre den nicht. Also ich weiß es nicht besser. Wenn ich auf einen Betrieb gehe und ich frage die Leute da, was macht ihr hier, warum macht ihr das so, dann kann ich ganz viel Verständnis entwickeln. Und dann ist aber die Aufgabe der Politik, das abzugleichen mit den Zielen, die wir verfolgen müssen, um Landwirtschaft zu erhalten, um Klima- und Umweltschutz und Artenschutz zu betreiben. Darauf würde ich mich freuen, im Landtag das zu machen. Dafür, ja, hoffe ich auf jede Stimme am nächsten Sonntag. Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Danke, Lea. Danke, Paul, für das Gespräch. Es war sehr spannend, euch zuzuhören. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie uns bitte hier unten in den Kommentaren. Der nächste Podcast kommt dann pünktlich zur Wahl, der 14. März. Liebe Leute, bitte geht wählen. Und bis dahin noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.